Hallo, wir schauen jetzt in diesem dritten Video an, wie unterschiedliche Datentypen auch unterschiedliche Visualisierungen ergeben. Dadurch könnt ihr euch überlegen, welche Daten ihr habt und welche Visualisierungsvarianten das es gibt. Selbstverständlich werden wir nur einen kleinen Ausschnitt sehen, aber ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Überblick. Dazu werden wir mal die D3JS Gallery von Christoph Jo anschauen. Er hat eine super Übersicht mit über 2000 so D3JS Visualisierungen. Und dann schauen wir uns als erstes an, was gibt es für mögliche Visualisierungen für tabellarische Daten, dann hierarchische Daten, die Netzwerkdaten und noch last but not least geografische Daten. Also ihr könnt quasi anhand von diesen Daten, die ihr habt, überlegen, welche Visualisierungen jetzt in Frage kommen. Dann starten wir doch gleich mal mit dieser Website. Das ist eben ein D3-Programmierer, der da ganz viele entsprechende Snippets zusammengestellt hat. Ziemlich eindrücklich, eben über fast 2500 Beispiele drin. Ihr könnt das dann sortieren. Einerseits mal nach, wer hat das Zeug programmiert. Zuoberst natürlich dieser Mike Bostock, der über 700 so Visualisierungen gemacht hat. Oder was ich eben sehr praktisch finde, Chart Type. Habt ihr dort den Überblick über, was für eine Art von Visualisierung hat man und dort dann auswählen zu können, welche Daten hat man und dann auch die richtige Visualisierungsvariante zu finden. Okay, schauen wir uns doch mal an. Tabellarische Daten, das ist das, was ihr meistens habt, wenn ihr CSV-Daten habt. Und da gibt es natürlich ganz viele simple Sachen. Da könnt ihr einerseits mal wählen, welche Daten ihr habt und dort basierend auf unterschiedlichen Varianten die Balken beispielsweise oder ein Kuchendiagramm oder ein Histogramm wählen. Also nehmen wir jetzt mal ein Balkendiagramm, das ist auf Englisch Bar Charts, wählen wir mal aus und da seht ihr verschiedenste Varianten, wie ihr beispielsweise eben hierarchische, also eben nicht hierarchische, sondern tabellarische Daten visualisieren könnt. Nehmen wir da mal irgendwie eine sehr simple Visualisierung mit negativen und positiven Werten und da auch entsprechend die Daten findet ihr dann jeweils in den Skriptbeschreibungen drin. Die Daten sind entweder gleich unten angehängt oder dann sind sie im Skript dann ersichtlich, wo dass sie eingelesen werden. Dazu aber später. Also hier werden dann die Daten eingelesen, TSV, Tabular Separated Values und da seht ihr eben eine Tabelle, sehr klassisch für tabellarische Daten. Oder wenn ihr auch ganz klassisches Kuchendiagramm, also Pie Chart macht, auch da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, Pie Charts oder die sogenannten Donut Charts zu wählen. Da habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen Dynamik reinzubringen, etwas Spaß zu haben, da bewegt sich das alles etwas rund auch noch. Und auch hier haben wir wiederum ganz klar hierarchische Daten. Wo werden sie eingelesen? Genau, die werden gar nicht eingelesen, wieder zufälligerweise randomisiert erstellt und werden entsprechend auch aktualisiert. Also wenn wir jetzt einen Reload machen, gibt es andere Farben und andere Verhältnisse. Also diese Pie-Charts, auch hier ganz viele Möglichkeiten von Auswahl von Pie-Charts oder eben Histogramme, wenn ihr einfach die Verteilung von einzelnen Punkten aufzeichnen wollt. Auch hier gibt es Möglichkeiten, ähnlich wie die Bar-Charts, Visualisierung zu machen. Ja, wenn ihr jetzt nicht tabellarische Daten habt, sondern beispielsweise hierarchische Daten, also Daten, die ineinander verschachtelt sind oder Nested Data oder Tree Data, dann könnt ihr mal schauen, beispielsweise, was gibt es da für Möglichkeiten, mittels Trees, also mittels Baumdaten zu arbeiten. Da gibt es ein Collapsible Tree oder eben so ein Dendrogramm. Es gibt dann auch die Tree Maps. Schauen wir uns auch mal diesen Tree Map an. Wenn ihr auf so einer sogenannten Tree Map seht, das sind dann verschachtelte Daten, wo quasi eine Farbe ist die erste Hierarchie und die zweite Hierarchie ist dann ineinander geschachtelt. Neben den
neben der Hierarchie wird hier auch noch die Proportion abgebildet. Und auch da kann man dann variieren zwischen verschiedenen Varianten, die die Daten eben dargestellt werden. Das ist sehr gut, um auf einen Blick dann zu sehen, wie die einzelnen Proportionen abgebildet werden. Hier sehen wir die ganzen Daten, die eingelesen werden. Die Daten, die eingelesen werden, sind in diesem FLAIR-JSON-Objekt drin. Und da habt ihr entsprechend die verschachtelten Daten, so wie Sie gesagt haben, eben quasi hier die erste Zeile und dann die zweite Ebene. Anstelle von Tree Map könnt ihr dann aber auch Sunburst-Darstellung wählen. Die Sunburst-Darstellung ist so dieses Ding, wo man kennt, wo man sich so reinzoomen kann, je nachdem, wenn es Zoom oder Sunburst ist. Diese Seite geht ja gar nicht mehr. Oder eine Sequence Sunburst, das haben auch schon Studierende gemacht, wo man dann hierarchische Daten so verschachtelt darstellt, die dann auch gleich noch einen Pfad oben abbilden. Eine andere Variante wiederum ist das Tree Layout, das einerseits die Möglichkeit eben so hierarchische Daten so in einen runden Baum zu zeichnen. Das sieht etwas witzig aus, vielleicht nicht unbedingt sehr übersichtlich, aber hier sieht man eben diese, auch diese Hierarchie, die Verschachtelung, die sich da anzeigt. Oder wenn ihr es nicht so verschachtelt haben wollt, dann gibt es die Möglichkeit, quasi das nach dem klassischen Tree-Layout beispielsweise auf diese Art und Weise aufzuklappen, einzelne Daten und dann hier, dass dieser Befehl sich dann wieder aufteilt in all diese Unterwerte und dieser Unterwert als in diese Unterwerte. Eine weitere Variante, das ist das Cluster Layout. Cluster ist jetzt hier nicht zu finden, aber wenn ihr beispielsweise Clusters habt von Daten, Cluster D3.js nach dem mal sucht, gibt es da beispielsweise das Cluster Force Layout. Das sind so diese Kugelchen, die da gemeinsam in einer bestimmten Reihe einsortiert sind. Auch das ist eigentlich nichts anderes als hierarchische Daten, die man entsprechend mit einer gewissen Physik da miteinander verbindet. Da gibt es eben diese Bubbles, die dann entsprechend Kugeln darstellen, oder wenn ihr auch eine andere Variante sind die sogenannten Pack Layout. Wenn das Circle Packing ist, dass eben einzeln ein Kreis packt andere Kreise rein, das sieht witzig aus. Es ist in dem Sinne nicht ganz sauber, weil die Proportionen etwas verfälscht werden, aber manchmal ist die Schönheit wichtiger. Und dann kann man das Ganze auch noch beispielsweise einzoomen lassen. Zoomable Circle Packing, kann dann quasi die auf einen Innenkreis reinklicken und dann den nächsten öffnen und so weiter, hat man dort dann die Möglichkeit, etwas rumzuspielen. Nach den hierarchischen Daten schauen wir uns jetzt die Netzwerkdaten an. Netzwerkdaten, das sind eigentlich nichts anderes als sogenannte Ecken und Kanten, also wenn von einem Punkt auf einen anderen Punkt verwiesen wird. Nodes and Edges auf Englisch, oder man kann auch sagen Linked Data oder Graph Daten, also überall, wo quasi ein Netzwerk aufgespannt wird. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, solche Daten zu visualisieren. Beispielsweise haben wir da eine Liste von Oscar-Figuren, wo der Mike Bostock mal für die New York Times visualisiert hat. Hier hat man eben, das sind so klassische Netzwerkdaten, wo eine Ecke mit verschiedenen Kanten zu anderen Nodes verbunden ist. Und wenn man dann entsprechend andere Varianten nochmal anschaut, da haben wir neben diesen klassischen Netzwerkgrafiken haben wir sogenannte Sankey-Diagramme. Sankey-Diagramme, das ist eigentlich sehr alt, das kommt aus der Energieforschung, zeigt auf beispielsweise, wie von einem Energieträger auf ein anderer die Flüsse sind.
schauen wir das mal noch in einem separaten Fenster an. Also hier sieht man es sehr deutlich, dass quasi alle Energieträger, die von hier kommen, teilen sich auf diesen hier. Und der hier teilt sich wieder auf die anderen. Und so kann man das mit D3 eigentlich sehr schön auch visualisieren. Das ist das sogenannte Sankey-Diagramm. Und wenn man es dann noch etwas verdreht, gibt es sogenannte Chort-Diagramme. Mit Chort-Diagramms kann man beispielsweise die Euro-Krise darstellen, wie viel schuldet welches Land welchem anderen Land. Und da, wenn man da mal die Daten anschaut, wir suchen mal die Daten, wo sind die da reingekommen? Hier auch ein CSV. Schauen wir uns das mal an. Debt, also die Verschuldung. Und das ist noch das falsche Fenster. Also wir kopieren uns diesen Link da, so können wir die Daten rasch anschauen. Wir öffnen das Fenster nochmal separat. Und jetzt sollte man da diese Daten nehmen, die einzelnen CSV-Dateien anschauen können. Schauen wir uns das mal an im Notepad. Und hier sieht man eben quasi, wie dieses Netzwerk aufgebaut ist. Das sind zwar immer noch Tabellen, aber man sagt eben, dass England schuldet an Frankreich so und so viel Geld. Und das ist dann entsprechend auch die Breite dieses Kreises, der dann dargestellt wird. Last but not least haben wir die sehr große Auswahl an geografischen Daten, die dargestellt werden kann. Also wenn wir das mal filtern nach Map Data auf diese D3.js-Galerie, sehen wir über 200 verschiedene Kartendarstellungen von D3. Da kann ich nicht ins Detail gehen, aber ihr könnt entsprechend euch für jeden Snippet hier da mal was anschauen. Wichtig hier zu wissen, eben die Kartendaten, die funktionieren mit ein bisschen anderen Dateiformaten. Also es ist auch JSON, aber in dem Fall ist es eben GeoJSON. GeoJSON oder TopoJSON, zwei Datenformate, die ihr entsprechend auch noch näher kennenlernen werdet. Gut, das war es jetzt mal als Überblick gewesen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen ersten Anhaltspunkt, eben was für Varianten von Datenvisualisierung es gibt, und könnt jetzt so auch die nächsten Schritte machen, um mit euren Daten diese Visualisierungen anzugehen. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss miteinander.